In der Horrorwelt hat in den 90er Jahren die Figur des Ghostface unter der Leitung von Wes Craven Kultstatus erlangt. Vier Filme haben sich rund um den Mörder samt Messer gedreht und ab morgen gibt es ein neues Kapitel zu schreiben in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um Scream 5. Als Tara den Abend alleine zu Hause verbringt, ahnt sie nichts Böses, als plötzlich das Telefon klingelt. Doch trotz Ignorieren lässt der Anrufer nicht locker und schnell wird klar, dass am anderen Ende der Leitung jemand ist, der Tara in ein Gespräch über Horrorfilme verwickelt und die allseits berühmte Frage stellt: Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ghostface ist zurück und mit ihm kehrt auch die Angst erneut in der Kleinstadt Woodsboro ein, die durch die Messermorde und die dazugehörigen Step-Filme traurige Berühmtheit erlangt hat. Doch mitten im Social-Media-Zeitalter wissen die hippen Highschool-Teenager natürlich längst, welche Regeln man befolgen muss, um nicht zu sterben, und dennoch zieht sich eine Blutspur durch ihre Reihen. Zeit also, dass neue Opfer die alten Bekannten in Form von Ex-Sheriff Dewey, Sidney Prescott sowie Gale Weathers auf den Plan rufen. Scream 5, im Original nur Scream, geht 115 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem morgigen 13. Januar 2022 in den deutschen Kinos, ist ein Horror-Thriller und die Fortsetzung der allseits bekannten Scream-Reihe, die einst 1996 startete. Die ersten vier Teile wurden von Wes Craven inszeniert, der ist 2015 verstorben. Nun macht es das Regieduo, das unter anderem Ready or Not gemacht hat. Und Ready or Not war für mich schon ein schöner Splatter-Spaß, der unterhaltsam war auf der großen Kinoleinwand, und deswegen hoffte ich, dass sie in den fünften Teil der Scream-Reihe durchaus originelle Ideen, Spaß, Freude und vielleicht eben auch eine andere Tonalität reinbringen. Und nicht umsonst ist die Figur des Ghostface eine, die Kultstatus hat. Ich war zwar erst 9 Jahre alt, als der erste Teil rauskam, aber als ich irgendwann Scream und parallel auch ein bisschen Scary Movie sehen konnte, war das schon sowas, was mich in meinem Teenager-Alter voll abgeholt hat und ich diesen Teen-Highschool-Horror total mochte. Und dementsprechend habe ich mich ehrlich gesagt auch auf Scream 5 gefreut, auch wenn ich nach den Trailern dachte, das wird jetzt keine dolle Nummer, aber so eine Erinnerung an alten Zeiten, vielleicht ein paar frische Ideen, das Ganze hineinzuheben ins Jahr 2022 und vielleicht sich auch ein bisschen herauszuentwickeln aus diesem selbstreferenziellen immer wieder, du musst diesen und jenen Regeln folgen, das wirkte zumindest in meinem Kopf nicht so ganz modern, und dementsprechend habe ich mich gefreut und gefragt, was mich hier erwarten wird. Nun, mich erwartet ein Film, bei dem ich zunächst erst einmal eine Eröffnung bekomme, die ich so weit aus den anderen Filmen auch kenne. Ein Mädchen, / Frau, allein zu Hause, sie kriegt den Anruf von einem Festnetztelefon im Jahr 2022. Das hat schon etwas Reliktshaftes. Und ja, ihr wird die allseits bekannte Frage gestellt, was ihr Lieblingshorrorfilm sei. Als dann die Antworten kommen, dass durchaus Filme wie The Babadook, Hereditary oder The Witch genau die richtigen seien, dann weiß man zumindest schon mal, man kennt gute Horrorfilme. Man kennt anscheinend seitens der Filmemacher stimmungsgeladene Atmosphären. Und an dem Punkt hoffte ich, oh, okay, schön, die zu zitieren. Mal gucken, ob der Film zumindest ansatzweise in eine solche Richtung gehen wird. Was dann aber passiert, ist etwas, was mich sehr unterwältigt und massiv gelangweilt hat. Denn Scream 5 macht nichts anderes, als komplett auf einer Metaebene zu funktionieren. Es wird ständig zitiert, erst einmal die Step-Filme, also die Filme über die eigenen Morde in der eigenen Stadt, all die Regeln, die man befolgen muss, dass jeder eigentlich ein Verdächtiger sein kann. Dann wird so in ganz großen Runden auch direkt diskutiert, wer macht sich hier gerade am meisten verdächtigt. Und man versucht quasi in den Regeln des Horrorfilms, in diesem Horrorfilm ein, und dann fällt irgendwann das Wort Requel zu inszenieren. Quasi die gefühlte Geschichte des ersten Teils in einer Forterzählung, und ich finde das nicht so cool, wie man tut, sondern ich empfinde das in der Masse als wahnsinnigen Metamüll. Und wer zuletzt unter anderem bei Matrix 4, und ich gehörte dazu, der Meinung war, dass das richtig anstrengend ist, dass man keine Originalität und Kreativität an den Tag legt, sondern einfach nur zitiert, was man alles schon kennt und dann so sagt, das ist Fanservice, und hier verneigen wir uns an dieser Stelle vor zum Beispiel Wes Craven und der Idee dieses Franchises. Wer das zum Beispiel in einem Matrix-Film nicht mochte, dass man da auch im Grunde nur Dinge nacherzählt und sich ganz lange daran aufhält, muss mir mal erklären, was an Scream 5 anders an dieser Stelle ist. Und man zieht es hier komplett durch, nur dass unter anderem zu den Scream-Filmen auch immer gehörte, dass man sich ja wirklich als Zuschauer eine Person fragte, wer ist jetzt hier die Mörderin? Wie viele sind es spätestens nach dem ersten Scream-Film, fragt man sich und versucht dahinter zu kommen und zumindest ein klein wenig detektivisch zu sein und dann beim Rewatch nochmal zu gucken, wie sich die Figuren eigentlich verhalten. Nun, bei Scream 5 fand ich es wahnsinnig leicht, ganz früh zu erahnen, wo das Ganze hingeht. Das hat die 114 Minuten für mich unglaublich zäh und langatmig gemacht, weil ich zumindest für mich am Ende komplett recht behalten sollte, aber dann auch mal im Rückgang beim Überlegen, wie sich eben, wenn ich weiß, was ich am Ende weiß, Figuren verhalten, ich dann so denke,
das fühlt sich nicht richtig an. Und so fühlt sich für mich Scream 5 einfach wie ein Streifen an, der durchweg vorhersehbar, langweilig ist und so extrem selbstreferenziell und versucht, sich an genannten Horrorfilmen, die wirklich toll sind, ein bisschen zu Klassikern wie Psycho hochzuziehen, aber ganz weit weg davon ist. Man kann ja irgendwie das Gefühl der Scream-Reihe zwar konservieren, weil man eben genau auf die gleichen Regeln und Ideen setzt, das Ganze mit Social Media so ein bisschen durchschüttelt und damit Teenager zusammenbaut, die sehr schnell und sehr agierend und dann so Film in Filmsequenzen einbaut, wo quasi doppelt das Gleiche passiert. Das ist mir aber anstrengend, Meta. Ich finde das nicht originell, ich finde das nicht kreativ. Ich finde das absehbar und manchmal auch richtig frech langweilig. Das werden wir gleich, wenn ich über die Kamera rede, mal kurz herausstellen an einem Beispiel. Jetzt reden wir mal kurz über den Cast. Es gibt unter anderem eben die Rückkehr der genannten großen Figuren. Das ist aber teilweise im Film erst so spät, dass die Trailer ehrlich gesagt ein Teil oder ziemlich misleading sind, weil es geht schon um neue Figuren. Es geht um neue mögliche Opfer. Und da ist vor allem Melissa Barrera als Sam Carpenter die Hauptfigur, die irgendwann ankommt und im Grunde ein Motiv hat, nachdem sie lange nicht in Woodsboro war und die Nähe zu ihrer Schwester sucht. Und warum das so ist, das hätte ich sehr gerne emotional geführt und nicht nur einfach erzählt bekommen. Show, don't tell heißt das eigentlich, aber hier wird getellt und null geschaut, weil einfach mal eine Verbindung baut, um irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, wo ich denke, okay, kann man machen, kann ich vielleicht auch schlucken, wenn ich von der Scream-Reihe nicht viel erwarte. Ey, das ist kein Drama, ich erwarte keine extrem vielschichtigen Charaktere. Wenn man dann aber irgendwie versucht, Motive aufzubauen, dann kann man es bitte auch so spielen, dass es funktioniert. Und ich finde, sie wird jedes Mal, wenn sie Akteure an der Seite hat, zum Beispiel ihren Freund oder ihre Schwester oder Ex-Sheriff Dewey, an die Wand gespielt, weil die alle viel besser agieren und zumindest das Gefühl transportieren, dass sie Lust haben auf das, was sie machen. Dafür, dass sie hier die Hauptakteurin ist, ist sie für mich auf der einen Seite viel zu passiv, wenn sie dann spielt, oft zu drüber und ich nehme mir vieles nicht ab. Und ich habe den Film im O-Ton geschaut, das kann also nicht an der deutschen Synchro liegen. Um gerade mal darüber zu wechseln, ihre Schwester, Tara Carpenter, gespielt von Jenna Ortega, die macht das nämlich viel besser. Die hat eine gewisse Lässigkeit und vor allem, allein schon, wenn wir sie in der Eröffnungsszene so erleben, wo man denkt, okay, die divet zumindest hinein in dieses Horrorthema. Die hat so spürbar hat die zumindest die Filme gesehen, über die sie da redet. Und da merke ich so, okay, da kommt zumindest sowas drüber, so ein Momentum, wo ich denke, ah, finde ich kurz interessant. Hat mich am Anfang noch einigermaßen gekriegt, der Film, auch wenn er schon da sofort wie eine Kopie wirkt, liegt es an ihr, dass sie, wenn sie auftritt, zumindest eine Präsenz an den Tag legt, die ich mochte. David Arquette als Dewey Riley trifft es ehrlich gesagt ähnlich. Übrigens, Fun Fact am Rand, ich wusste nicht, dass der ein zertifizierter Bob Ross Zeichenlehrer ist. Habe ich beim Recherchieren dazu gemerkt, das ist vielleicht eine Info, die man hier am Rand mal erzählen konnte. Ist für mich so ein bisschen der zweitbeste im Cast, wenn man da einfach das Gefühl hat, dass der für sich so eine kleine Legacy in der Reihe gebaut hat und wenn David Arquette auftaucht in dieser Figur, er zumindest so mittendrin ist, noch unter diesen neuen jungen Teenagern, der alte Hase ist, der schon vieles erlebt hat und eine ganze Menge auf seine Kappe nehmen musste, beziehungsweise eben auch körperlich erleben musste, dass man das Gefühl hat, ja, hier ist wirklich ein funktionierender älterer Part, der eine Brücke bauen kann zu diesen neuen Filmen. Ich sehe das bei Neve Campbell als Sydney Prescott zum Beispiel durchaus ganz anders, weil die Trailer mir suggerieren, da wäre viel mehr von ihr zu sehen und dafür, dass sie eben so auch der Begriff mit in dieser Reihe ist, ist es dann wirklich zu wenig, weil das, was diese Figur eigentlich macht und tut, ist für mich viel zu austauschbar und gerade hinten raus auch einfach so anstrengend auf cool gesetzt, anstatt wirklich intrinsisch zu funktionieren. Courtney Cox als Gale Weathers, für mich tatsächlich super unterirdisch, für mich eine der schwächsten Leistungen im Cast, wo ich so dachte, so ein paar coole Sprüche und so eine pseudohafte Besorgnis, die dann an den Tag gelegt wird, glaube ich null. Wie gesagt, wir reden hier nicht über ein Drama, aber ich finde auch Scream kann das, vor allem, wenn man es ins Jahr 2022 verpflanzt und eben eine solche Akteurin genau weiß, wenn man aufwächst mit dieser Reihe, was sie da eigentlich tut, funktionierte für mich ehrlich gesagt gar nicht. Ansonsten wirken leider auch viele Teenager ringsherum wahnsinnig austauschbar und es geht viel mehr darum, irgendwie Horrorfilme und Regeln und Netflix und YouTube und alles, was man sonst noch so über dieses Genre weiß, zu zitieren, als irgendwie Figuren zu schaffen, die vielleicht, wenn sie irgendwie jemanden lieben oder interessiert sind oder Party machen wollen, denen ich mal wirklich glaube, dass sie erstmal ihren eigenen Emotionen folgen und das, was sie da tun, um dann ringsherum um dieses Thema aufzumachen, was vielleicht diese Genre-Intelligenz in Anführungszeichen angeht. So benenne ich es mal an dieser Stelle. Aber ja, wenn man sagt, man macht einen Requel im Film und sich dann ständig über andere Teile beömmelt und dann noch über die eigenen Step-Filme und so weiter und so fort, dann kriegt das einfach so einen ganz fiesen Anstrich, der eben genau diese Art Fanservice ist, die ich persönlich nicht mag. Spider-Man No Way Home beispielsweise hat eine ganze Menge Fanservice geliefert, aber auf eine Art und Weise, die mich emotional ehrlicherweise gekriegt hat. Aber dieser Film hier, das ist mir zu platt, das ist mir zu stumpf. Und deswegen reden wir mal kurz über die
Kamera, weil sie bleibt erstmal grundsätzlich diesen einfachen Regeln des Genre treu. Wann verstecke ich mich, wo mache ich hinten dunkle Ecken auf? Und natürlich ist dieser klassische Shot drin, eine Person macht die Kühlschranktür auf, du siehst dann hinten verdeckt im langen Flur nicht, was ist, die Kühlschranktür geht zu, wird dahinter jemand stehen. Und wenn dann jedes Mal die Musik aufzieht, ich mir denke, okay, das haben wir irgendwann eigentlich mal hoffentlich überwunden, dann macht man es nicht nur einmal, um zu wissen, ah ja, ich weiß schon, dass du jetzt denkst und dass wir das überhaupt nicht clever machen, weil das gab es ja schon so oft. Nee, man macht es dann zweimal, man macht es dreimal hintereinander, um eben auf dieser Metaebene zu sein. Und ich finde es dann einfach nur anstrengend, wenn man das macht, weil ich finde das nicht eine clevere Art und Weise, eine Reihe weiterzuzählen, die inzwischen 26 Jahre alt ist, sondern man könnte wirklich neue Impulse und neue Ideen setzen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt meine Review drehe, sind so die ersten Kritikerstimmen weltweit ziemlich positiv. Und ich kriege es ehrlich gesagt nicht in meinem Kopf zusammen, warum an dieser Stelle diese Art von Fanservice dann doch so gefeiert wird. Weil gerade die Scream-Reihe würde vielleicht verdienen, aus meiner Sicht, sie in eine neue Welt zu ziehen. Und ich habe das ehrlich gesagt so gehofft, weil ich eben auch so mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Jason und so weiter groß geworden bin. Und ich finde, die Scream-Reihe würde ich gerne, ehrlich gesagt, noch in den nächsten Jahrzehnten erleben. Aber sie sollte sich dann eben mit neuen Impulsen beschäftigen. Was ich aber mochte an der Kamera, und da will ich ganz fair sein, ist die Brutalität. Der Scream 5 ist ziemlich brutal, lässt sich auch ziemlich Zeit, sodass man manchmal denkt, so, wenn es dann so sehr blutig und man ganz langsam Dinge sieht, wo ich dachte, okay, das mochte ich, das lasse ich dem Film gerne. Das Szenenbild, so Woodsboro als Setting, kleine Stadt, Krankenhaus, Schule, das ist so alles, wo ich mich dann auch heimisch fühle innerhalb dieser Reihe, drehte sich für mich die Musik immer wieder, obwohl einige Protagonisten einfach nur im Kreis sitzen und diskutieren und so ein bisschen evaluieren, wer könnte was sein, immer wieder mit so einem Schauer auf, wo ich so dachte, das ist nicht die richtige Tonalität, das ist gerade nicht das, es gibt Unterschied zwischen Spannung und Grusel und Horror, und auch da hatte ich immer das Gefühl, dass sich die Musik im Ton vergreift, die ist mir mehrfach negativ aufgefallen, wo ich dachte, tu das nicht, und so muss ich dann ehrlich gesagt am Ende sagen, dass, wenn man mich fragt, das finde ich gut, ich finde Teile im Cast gut, wie ein Dave Arquette oder wie eine Jenna Ortega beispielsweise, und ich mag die Brutalität, aber dem steht gegenüber, dass dieser ganze Metamüll für mich irre anstrengend ist. Ich finde das nicht cool, ich finde das nicht intelligent, ich finde das ehrlich gesagt auch unter dem, was ich erwarten kann, wenn ich Zeit und Geld in die Hand nehme, um ins Kino zu gehen, vor allem, wenn man eben solche Filme wie Hereditary oder der Babadook oder The Witch meinetwegen unbedingt zitiert. Warum macht man es? Warum macht man so Vergleiche überhaupt auf, wenn man was ganz anderes und eigentlich schon so früh angekündigt Langweiliges macht, aus meiner Sicht? Und ich dachte wirklich bei dem Wort Requel, ich weiß nicht, ob sie es in Deutschland auch so nennen, wenn eine Übersetzung, ernsthaft. Und ich finde, hier findet keine Entwicklung statt. Und der Film fühlt sich durch die 114 Minuten da sehr lang an, vor allem, weil ich auch denke, dass man sehr früh sieht, was jetzt vielleicht die großen Momente sind. Und dadurch wird es einfach langweilig. Am Ende gebe ich ihm wegen der Brutalität 4. Ich ringe mich durch zu 4,5 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt 3 von 10 möglichen Punkten, wobei da wirklich ein spürbarer Hang sogar nach unten war für mich noch. Und für mich ist es wirklich eine Enttäuschung geworden. Ich habe mich ehrlicherweise gefreut und nicht viel erwartet, aber habe noch weniger bekommen. Gut, das ist zumindest meine Meinung zu Scream 5, im Original nur Scream, ab dem morgigen 13. Januar in den deutschen Kinos. Ich wünsche euch natürlich, dass, wenn ihr euch entschließt, den Film anzugucken, dass ihr große Freude habt. Also ich glaube, wenn man sagt, das ist es, also wenn man wirklich sagt, das ist es, was mir Freude macht, dann kann man auch den ganzen Film abfeiern. Aber für mich ist das nichts, zu wenig. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu Scream und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.